Hier Wirtschaftsstelle. Verschärfte Sicherheitsvorschriften behindern den Abbau in den Minen. Preise sind daher entsprechend hoch. Ja, ihr Lieben, wieder mal herzlich willkommen bei Darkstar One und natürlich auch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich hier mal weiterspielen konnte. Bin in letzter Zeit nicht so dazu gekommen, wie ich das mir vorgestellt hatte und geplant hatte. Aber ich denke mal, wir werden jetzt trotzdem mal schauen, wie wir hier weitermachen. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Karte. Ich habe hier 1, 2, 3 Piratensysteme, die ich noch befreien darf. Ich darf schauen, dass ich hier hinter zu der Story komme. Ich denke, das werden wir jetzt als erstes mal nicht machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe zwar mein Schiff komplett aufgerüstet, soweit wie ich konnte, aber ich muss gestehen, ich kämpfe hier mit den Piratensystemen mir ganz schön einen ab, um die Piraten da klein zu kriegen. Von daher ist es die Frage, ob es Sinn macht, hier bei der Story gleich weiterzumachen oder nicht. Schauen wir uns nochmal das Schiff an. Jeder Handel mit Luxusartikeln steht auf dieser Station unter Strafe. Wo ist es denn zum Kuckuck? So. Ich brauche noch 4 Artefakte bis Stufe 7. Gelte im Moment als extrem gefährlich. Hab aber auch erst nur 16 von 100 Artefakten gefunden. Auch nicht schlecht. So, und wenn ich mir das jetzt hier anschaue... Jeder Handel mit Luxusartikeln steht auf dieser Station unter Strafe. Ja, ja. Gehen wir mal in die Werft. Ich kann Waffenklasse 4 einsetzen. Bei den Lasern habe ich das schon. Ach. Warte mal, nein. Es ist ja auch die Werft beim Schiff. Bis auf einen Raketenwerfer habe ich das schon drin. Das passt. Raketen könnte ich noch welche dazu kaufen. Das machen wir jetzt auch mal. So, Turrets kann ich im Moment noch keine einsetzen. Energieklasse 3. Bis auf den Frachtscanner ist hier alles Energieklasse 3. Da haben wir einen Landecomputer, den Erdsammler und den Energiesammler. Hier könnte ich noch was reinstecken. Was bietet sich denn da an? Schildflux. Ach. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ach, komm schon. Ich wundere mich alleweil, warum ich hier nicht wie in den Tastaturvorgaben angegeben Energie von Heck auf Bugschild umschalten kann. Ist logisch, wenn mir hier der Schildflux fehlt, oder? Mann, ey. Logisch. Also das werde ich auf Dauer natürlich brauchen. Schildflux und Energieflux. Die Aussetzung des Chemiewaffensperrvertrages führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Chemikalien. Alles klar, verstehe. Wieso gibt's den aber nur mit Klasse 1? Muss ich glatt mal gucken, ob es den auf einem anderen Planeten
oder auf einer anderen Station auch mit einer höheren Klasse gibt. Oder muss ich hier jetzt mit Schildflux Klasse 1 leben? Egal, den nehme ich jetzt mit. Nehmen Sie Ihren Platz in der Warteschleife ein. Jawohl, und eingebaut ist er auch. Oh Mann, na da brauche ich mich über nichts zu wundern. Alles klar, verstehe schon. So, das dürfte natürlich in gewissem Sinne die Chance bei den Piraten durchaus etwas erhöhen. Auch nicht schlecht. Gut. Leitzentrale an ankommenden Frachter. Nehmen Sie Ihren Platz in der Warteschleife ein. Kann der mal aufhören zu labern? Jetzt schauen wir echt mal zum Fenster raus. Aber so wie es ausschaut, gibt es hier kein Asteroidenfeld, in dem ich ein bisschen Bergbau betreiben könnte. Soll jetzt mal egal sein. Jetzt machen wir hier mal einen Abflug und schauen mal, was es hier so gibt. Bin in Warteposition. Wann darf ich endlich rein? So. Das war der letzte. Ich musste jetzt hier mal den Bass ein bisschen runterdrehen, sonst hätte der hier voll reingehämmert. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber doch, schau einer an, ich habe hier ein Asteroidenfeld. Und scheinbar schon wieder Piraten hier in der Nähe. Kann das sein? Nö. Das heißt aber, ich kann hier ein bisschen... Ich kann hier ein bisschen Erz einsammeln und mir ein bisschen Geld verdienen. Das ist doch nett. Jetzt habe ich doch Piraten da. Na ganz klasse. Und wie weit seid ihr weg? 3 Einheiten. Na schön. Bist du? Komm schon her. Ja, das geht im Moment wieder sehr einfach hier. Zack. So, und wie war das jetzt mit dem Schildflux? Müsste ich jetzt eigentlich hier Energie von vorn nach hinten verlagern können? Gut, das müssen wir bei Gelegenheit dann mal sehen. Wenn es dem Schiff entsprechend dreckig geht. Wunderbar. Wer sagt's denn?
Schon wieder. Deinen scheiß Minen. Ja, ich weiß. Ich bin kurz vorm Verrecken wegen dem Doldi da. Trotzdem will ich mal schauen. Nicht noch einen zweiten Container hier ergattern kann. Ich muss das mal noch ein bisschen leiser drehen. Der Bass muss doch noch ein bisschen runter. Beschädigt. Sagst du. Thank you.
Sehr schön. Pirat hin oder her, ich lande jetzt erstmal. Und lass mein Schiff reparieren und verdiene mir auch noch gleich ein bisschen Geld. So stelle ich mir das vor. So, Handel. Mangels Frachtern gibt's momentan keine Begleitschutzaufträge. Na, immerhin. 17.700 Credits, die mal dazukommen. Ist doch nicht verkehrt. So. Wie schaut's aus? Das war's. Aber mein Schiff ist trotzdem demoliert. Verdammt, das gibt's doch nicht. Manometer. Neue Patrouille bereit. So, dann reparieren wir mal das Schiff. Meldungsstelle informiert. Während konzernweiter Streik. Zischen wieder los und ich werde mich mal ein Stück in der Geschichte zurückbewegen. Das heißt, in dem Fall geht's hier rüber. Und ich werde mal versuchen, hier dieses Piratensystem zu befreien. Gibt's hier zufällig ein Asteroidenfeld? Schaut jetzt gerade nicht so aus. Gut, dann halt nicht, dann gehen wir ohne Geld verdienen weiter. Och. Gleich wieder mal Piraten und auch noch direkt hier vor meiner Nase. Ist euch alleine schweren Rumpfschaden?
Hier haben wir einen Asteroidenfeld. Ich krieg da jedes Mal einen Knoten in der Zunge. Aber kann ich das jetzt missbrauchen für Bergbau? Keine Ahnung. Okay, ich kann die Brocken auf jeden Fall killen. Das sind dann schon eher schwerere Kaliber. Na, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das lassen wir mal. So, ich kann bis hierher springen. Auch nicht schlecht. Ist die Handelsstation, die ist da vorne. Ich werde da mal kurz parken. Denn ich bin neugierig, was es da an Ausrüstung gibt. Wie zum Beispiel den Schildflux. Ob es da eine höhere Energieklasse oder sowas gibt. Schildflux Klasse 1. Landecomputer X5, okay. Kann ich erst aber mit Klasse 4 mir leisten. Den 3er habe ich. Okay, da ändert sich im Moment nichts. So, wo will ich hin? Weg ist markiert, das passt. Ich mache einen Abflug. So, und jetzt kann ich in das Piratensystem eindringen. Trotzdem machen wir hier mal einen Zwischenstopp auf der Handelsstation, um hier einfach mal, wobei, muss ich doch eigentlich gar nicht, ich kann doch hier sagen, laden und speichern, so, speichern, ja, darfst du überschreiben, und dann hüpfen wir rüber ins Piratensystem. Leute, drückt mir viele Daumen. Viel Glück, dass ich das hinkrieg. Und dann gucken wir mal, was jetzt da passiert.
jemand, der Streit sucht? Spüre das Glühen meines Zorns! Er hat meine Schiene durchdrungen! Ah, siehe da, jetzt geht's nämlich auf einmal, dass ich hier die Schildenergie hin und her schieben kann. Wunderbar. Zack, hier einer weg. Und ich gehe drauf. Gibt's das? Ich kann machen, was ich will. Jetzt geht der Spaß schon wieder los. Die kriegen meine Schilde so schnell klein. Was ist denn das zum Henker, dass die meine Schilde so schnell klein kriegen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ganz ehrlich, Leute. Ich komme nicht dagegen an. Ich komme rein und bin platt. Und mein Schiff ist nur wirklich nicht schlecht ausgestattet im Moment. Wieder einer, der glaubt, er könnte uns hier vertreiben. Da, ich bin weg. Ich hab keine Chance. So, jetzt reicht's. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich kann mich nicht wehren. Jetzt will ich bloß mal schauen, habe ich hier irgendwas falsch eingestellt. Schildboost. Wenn ich den auslöse, ist der blau. Aha. Okay, das ist jetzt auch nochmal ein Versuch wert. Schon wieder jemand, der Streit sucht? Ja. Vielleicht habe ich jetzt einen Trick rausgefunden, wie ich den Scheiß umgehen kann. Das schaut ja erstaunlich gut aus. Du bist erledigt! Wo ist mein Schild? Weg. Ich bin zwar beschädigt,
Oh, und ich bin trotzdem weg. Du bist reiche Beute für den Clan. Mann, ey. Also einmal probieren muss ich es jetzt noch. Auf Schildboost gestellt. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich einen Schwierigkeitsgrad runterstellen. Kann doch nicht sein. Schon wieder jemand, der Streit sucht? Ja. Ich weiß nicht, wo er war. Ich weiß nicht. Es kann doch nicht sein. Ich bin doch jetzt wirklich nicht schlecht ausgerüstet. Verdammt nochmal. Ist jetzt aber wirklich der allerletzte Versuch. Ich vergeige hier Zeit für nix und wieder nix und komme da nicht vorwärts. Scheißdreck da. Was hat mich jetzt wieder erwischt? Ich werde dich erlösen. Das war der Preis deiner Frevel. So. Schluss jetzt mit der Scheiße. Hauptmenü. Einstellungen. Nein. Einstellungen. Das drehen wir jetzt wenigstens auf 2 runter. Ist ja wohl ein blöder Witz. Kann ich hier noch was machen? Hoch, hoch, an. Das ist alles an. Das passt. Okay. Wird doch jetzt wohl mal endlich in der Lage sein, dieses blöde System zu befreien. Schon wieder jemand, der Streit sucht? Ja, genau. Das gibt's doch nicht.
Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt bin ich schon vom Schwierigkeitsgrad runter und ich gehe immer noch drauf. Was ist denn das für ein Kack? Ich glaube, ich häng. Was ist denn das? Wieso kriegen die mich klein? Also hör halt auf! Wie soll ich mich denn da zum Henker zur Wehr setzen? Gibt's doch nicht. Hallo? Wieso lässt die Steuerung jetzt wieder zu wünschen übrig? Und ich schaff's wieder? Volltreffer! Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich schaff es nicht, diese einfachen Scheiß-Piraten hier klein zu kriegen. Wie oft habe ich es jetzt probiert? 10-mal? Keine Ahnung, ey. Das geht mir jetzt gerade echt auf den Sack. Hier ist es wieder. Hier ist es wieder falsch eingestellt. Laden, ja. So, Schildboost. Schildboost ausgewählt. Speichern. Hier. Speichern. Ja. Deine Zeit ist gekommen.
Meister, warum hast du mich verlassen? Ich verbrenne dich! Ich schaff's wieder nicht. Oh, hör halt auf. Es ist nicht machbar. Fuck it. Fuck it. Dann spielen wir halt auf ganz einfach. Fuck it. Kann ja wohl nicht sein. Ich kann mir da einen abhampeln, wie ich will. Bullshit, Scheißdreck da. Schaut euch den an! Da kommt der neue Befreier! Spüre das Flammen meines Zorns! So, haben wir es jetzt. Plus Artefakt. Noch 3 bis zum nächsten Upgrade. Es gibt's nicht. Jetzt haben die Schilde nicht einmal Schaden genommen. Und auf Stufe 2 gehe ich rein und bin platt. Ist weder das eine noch das andere irgendwie gerade sinnvoll. Das stinkt mir jetzt, das nervt mich. Wo sind wir denn jetzt hier zu Hause? Handelsstation ist da drüben.
So. Ja, ist gut. Hier was zu finden gibt. Also hier kommt scheinbar nichts raus. Gut. So, auf die Art und Weise geht es schon fast wieder zu leicht. Immerhin käme ich jetzt von hier aus in das Piratensystem. So, auf zur Handelsstation. Wobei muss ich eigentlich gar nicht. Doch, muss ich schon. Ich muss ein paar Raketen wieder aufrüsten.
So. Also, dann soll es nach dem ganzen Krampf jetzt hier mal in der Folge gewesen sein. Ich kapiere immer noch nicht, dass ich nur auf dem leichtesten Grad im Moment in der Lage bin, die Piratensysteme zu befreien. Alles andere macht mich einfach eiskalt platt. Verstehe ich nicht. Wenn andere Piraten mich angreifen, geht es auch relativ einfach, aber in den Piratensystemen habe ich keine Chance. Kotzt mich an. So. Deswegen mache ich jetzt auch gar nicht lange rum. Ich werde mich jetzt hier an der Stelle verabschieden und sage Servus. Bis zum nächsten Mal, euer Captain. In der nächsten Runde werde ich mal wieder um einen Schwierigkeitsgrad erhöhen und einen Versuch starten. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ziehe ich das Ding auf ganz leicht durch. Scheiß drauf. Also, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Servus.